Kaiser-Maximilian-Hütte, Graf-Ferdinand-Hütte, Jagdschloss Kütei, das klingt mir ganz schön habsburgisch. Naja, wahrscheinlich war der Kaiser Maximilian in diesem Gebiet jagen. Tirol hat der leidenschaftliche Jäger ja oft und gern besucht. Harrys liebste Hitten. Ich habe etwas Verblüffendes herausgefunden. Kommen Sie mal näher. Obwohl die Kuh hier überall allgegenwärtig ist, kommt der Name Kütei nicht von dieser. Herzlich willkommen auf den Pisten Tirols im Kütei. Kü ist Sonne, nicht die Kuh. Und Tai kommt nicht aus dem Chinesischen, sondern es heißt Hochtal. Andere wiederum meinen, es heißt Hütte. Passt ja gut zu unserer Sendung. Von Hutai im 13. Jahrhundert bis Kütai, wie es heute heißt, sind natürlich viele Interpretationen möglich. Und Sie werden staunen, was ich sonst noch alles herausfinde. Zunächst verrate ich Ihnen die geografische Lage des Gebietes, wo 5 Täler aus- und einmünden. Eine halbe Autofahrstunde von Innsbruck entfernt findet man das Kütai zwischen Ötz und Gries in den Stubaier Alpen. So flott, wie in das 2020 Meter hochgelegene Skigebiet, gelangt man auch auf die Pisten. Ist man einmal im Skigebiet, dann hat das Auto Pause. In den Bergen findet man den Hans in seiner Drei-Seen-Hütte. Er ist Spezialist im Schlichten. In der Kaiser-Maximilian-Hütte lebt die Vergangenheit des Bergsattels auf. Im Zentrum von Kütei sorgt Bucki im Dorfstadl dafür, dass keiner nach einem Skitag gleich nach Hause gehen muss. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just something that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. Wir sind jetzt auf 2400 Metern. Diese Höhe hat Auswirkungen aufs Kochen. Welche? Da werde ich mich beim Hans erkundigen. Grüß dich, Hans. Boah, ist der groß. Grüß dich, Harry. Darf ich den anschauen? Ja, warum ist er so hoch? Du, Harry, das ist, ich bin durch die Höhe auf 2400 Meter, ist eine dünne Luft. Und da geht um ein Drittel mehr auch, als wie in Tal unten. Und die werden so also richtig flaumig, bin's da herum. Darum kommen die Leute alle da her. Gern nicht lesen, weil es einfach. Ja, also Kochen ist da herum ein bisschen, muss man sagen, schwierig, oder? Ja, das muss man lernen da herum, weil das ist die dünne Luft, es kocht das Wasser bei 78 Grad. Mhm. Man muss bei den Nudeln kochen aufpassen, dass man kein Moos drin hat. Worauf muss man jetzt noch aufpassen? Also das Wasser sieht jetzt schon bei 78 Grad. Ja. Die Nudeln muss man sich beeilen, dann ja. Was noch? Ja, es ist auch gerade bei der Bierunlage, man muss schauen wegen dem Druck. Mhm. Wir haben einen ganz anderen Druck hier oben wie in Tal unten, sind schon mal nur Schaum. Und wenn man das nicht weiß, bringt man fast kein Bier raus. Gell? Ja. Du, und Sauerkraut, da brauche ich auf nichts aufpassen, oder? Weil nein, das schon Sauerkraut so ist. Nein, das schaut gut aus. Das kocht, ja. Ja, das ist auch so der Renner, sie gesehen, da machen wir das Hauswurstkraut und Knödel. Mhm. Was machst du sonst noch? Hauswurstkraut und Knödel haben wir schon, Germknödel haben wir. Germknödel haben wir. Ja, wir haben so. Eine 14 Suppen da, ja. Und eine vegetarische Suppe, was eigentlich jetzt sehr viel gefragt war, da habe ich eine Tomatensuppe noch hergetan. Ich habe da die Knödelsuppe, die Gulasuppe, Erbsensuppe, Erbsensuppe Wurst, Nudelsuppe, Nudelsuppe Rindfleisch, Frittatensuppe, Nudelsuppe Würsteln, Knoblauchsuppen. Wo ich da sagen muss, bei Knoblauchsuppen, da habe ich einen Stammgast, der kommt in Merzalm. Wenn er unter drei Seenbohnen unten die Leute alle anstehen, kommt er raus und sagt, mach mal eine richtige Knoblauchsuppe mit frischem Knoblauch drin. Weil der Vater auch jetzt sagt, da kann ich allem vorgehen, da stellen die Leute alle aus, wenn es so stinkt nach Knoblauch. Guter Tipp. Ja. Ich hab's ja heute gut erwischt, deswegen bin ich extra ein bisschen aus dem Rhythmus her. Wir haben nur einen Platz, wir können es noch hinsetzen. Ja, jetzt geht's noch, weil jetzt heute schön Wetter ist, jetzt fahren sie alle bis Mittag und nach 12, halb eins, da geht's noch richtig los. Und jetzt nutzen sie das Wetter aus, und wenn es schlecht Wetter ist, geht's natürlich schon um 10 los. Gell? Hocken wir uns ein bisschen nieder. Jetzt hocken wir uns einmal nieder.
Die Drei-Seen-Hütte erfordert vom Hüttenwirt nicht nur ein besonderes Augenmerk beim Kochen, sondern er hat auch, und das ist speziell, im Winter zwei Saisonen. Ja, im Winter. Ja, Harry, das ist Pinzgen-Tag, das ist im Februar die Sonne. Und jetzt haben wir bis Februar ist es ziemlich ruhig, weil wir im Schatten sind, ist alles in der Sonnenseite drüben. Ist Huscher kalt. Ja. Und dann ab Februar kriegen wir noch die Sonne, nachher zieht sie Leute her, weil da drüben schon viel Fürn ist. Und dann geht es Pinzer richtig los, dann haben wir die richtige Hauptsaison. Mhm. Nur haben wir die erste Februarwoche, ist Pinzer Problem, durch die drei Spitzen da oben, geht die Sonne dreimal auch am Tag. Und jetzt haben wir also die verschwindet hinterm Berg, ja, dann kommt sie wieder. Ja, so wieder. Zwei Stunden weg, dann kommt sie wieder eine halbe Stunde. Ich sage auch, halt, wenn ich einen Gickler da hat, dann ist es dreimal gran. Im Februar ist dann die Terrasse in Betrieb. Wie viel haben da Platz? Ja, das sind auch 100 Sitzplätze draußen auf der Terrasse. Ja. Das ist dann doppelt so viel Arbeit? Ja, ist doppelt. Da brauche ich einen ziemlich noch doppelten Mitarbeiter. Ja. Wo bekommt man im Februar noch Personal her? Ja, bei mir ist so, hier unten in der Gaststätte schöne Aussicht in Kirchheim. Und es ist so, wenn es Schierwetter ist, sind die Gäste alle herum, ja, weil dann liegen sie in den Liegestühlen und sind in der Sonne, dann ist unten nichts los, dann kann ich mittags die Mitarbeiter aufhören. Ist schlecht Wetter, gehen die Leute mehr spazieren, kann ich von der Mitarbeiter rausgehen und so können wir halt ein bisschen hin und her wechseln. Ja. Das ist ideal, wenn man zwei Betriebe hat, kann man ein bisschen jonglieren. Ne? Es ist leider ein bisschen ein Problem, die müssen alle Skifahren können. Du fährst zwar meistens mit dem Skido, aber du kannst gut Skifahren, oder? Ja, ich war ganz früh einmal, bevor ich noch Hittenberg geworden bin, bin ich einmal Skilehrer gewesen. Ja. Und da kenne ich mich schon aus. Vom Kütte weiß man, da gibt es einen Skilehrer, der hat da eine ganz berühmte Dame kennengelernt. Der Peter Bock, der hat die Nancy Kwan da kennengelernt. Die war da der, mit dem Oma Sheriff, mit dem Bats Boon, die haben da das, den Film gedreht. Und sie war eigentlich erinnern mit Maximilian Schell? Mit Maximilian Schell, die hatten da herinnen in Kirchheim eine Verlobungsfeier gehabt. Nancy K. Shen Kwan wurde in der Presse so beschrieben, sie hat ein internationales Gesicht, eine chinesische Nase, orientalische Augen und dunkle Haare. Das war, glaube ich, eine ganz fesche Frau. Ja, das war eine ganz fesche Frau. Da ist noch zum Peter Bock in die Skischule gegangen als Skilehrer und haben wir oben kennengelernt. Und der ist im wahrsten Sinne des Wortes dazwischen gekommen. Dazwischen gekommen. Das heißt also, ein Skilehrer hat einem Weltstar einen Weltstar ausgespannt. Der Peter Bock ist noch da, oder? Der ist noch da, der ist in Kirchheim unten noch. Ja, der ist jetzt 72 Jahre, aber tut noch ein bisschen Skilehrer. Ja, und ist halt noch ein bisschen eine Persönlichkeit in Kirchheim. Wer weiß, vielleicht triff ich heute noch einen Peter Bock, das wäre interessant. Du bist dafür bekannt, dass du deine Leute gerne zusammensitzt auf den Tisch. Und jetzt habe ich da drinnen im Album geschaut, da ist ein ganz berühmter Fußballer drinnen. Der Ziege, der ist ja italienischer Meister geworden mit seiner Italienmannschaft und als er noch in Deutschland gespielt hat, auch deutscher Meister. Ja, der Christian Ziege, der kommt immer die Woche vor Weihnachten mit der ganzen Familie. Und bei denen ist es hitziger, bei der Drei-Seen-Bahn, der erste Sessel jeden Tag gehört ihm. Der ist schon 20 vor 9, steht er schon unten und wartet, bis der erste Sessel rauskommt, mit dem fährt er rauchen, obwohl er noch den ganzen Tag bei mir an der Bar hockt. Aber der erste Sessel, das ist, den will er haben. Den Glatzkopf kenne ich, Telly Savalas. Das ist der Telly Savalas, der war 1992 und 93 da, und der hat einmal in Innsbruck gewohnt und ist im Sommer immer aufgekommen, Apfelstrudel essen, hausgemachten Apfelstrudel. Und der hat immer gesagt, das ist der beste Apfelstrudel, wenn wir ihn hausgemacht machen. Und hat uns nachher angetragen, er hat uns ein Lokal in Los Angeles zur Verfügung stellen, nur Apfelstrudel machen. Ja. Aber du weißt eh, wenn man Familie und Kinder hat und die Berge. Du bist da geblieben, hast dich entschieden, da das aufzubauen. Das war wahrscheinlich nicht so einfach, nicht? Ja, eben, da die Hütten gehabt, dann habe ich jetzt unten den Gasthof Schöne Aussicht im Zentrum von Kirchheim, den wollte die Gemeinde verkaufen, den habe ich noch abgekauft, weil wir haben zwei Kinder, da gehört wie so einer ins Gastgewerbe. Und dann hat man unten das Haus hergerichtet, weil die echt allem gekauft haben, dass die Kinder noch kommen, weil das Haus hat indische Zimmer gekriegt. Indische Zimmer? Ja, das ist eine Dusche WC jenseits des Ganges. Jenseits des Ganges, ja. Und wie heißen die Kinder? Das ist der Tobias und die Viktoria. Ja. Haben natürlich beide studiert. Ja. Und dann, der Bub hat Umwelttechnik studiert, zum Beispiel digitales Fernsehen. Also, die haben mit dem Gastgewerbe gar nichts mehr zu tun. Ja. Also, das Mädel ist sogar in unserer Branche? Ja, die ist in der Fernsehtechnik drinnen. Ja. Und jetzt haben wir es halt nochmal zur Brust genommen und gefragt, wie schaut es jetzt aus? Aber die haben beide so einen guten Job. Und ich werde es halt noch verkaufen. Ich sage immer so gern, planen kann man ein Haus, aber nicht das Leben. Das kommt immer ein bisschen anders. Nein, es kommt halt ganz anders. Was man vorhat, das ist schon einfach
jedes Jahr anders. Du bist jetzt 30 Jahre da herum? 29 Jahre, ich habe jetzt noch ein Jahr, noch nicht 30 Jahre. Ja. Nachher weiß ich da herumlassen. Ja. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creep, ashes sleep is keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. Jetzt wird's kaiserlich. Ich fahre nämlich auf die Kaiser-Maximilien-Hütte. Und der passende Gast ist auch schon da. Grüß dich, Christian. Harry, servus. Servus. Freut mich sehr. Wie viel Uhr müsste ich eigentlich anhängen, um dein korrektes Verwandtschaftsverhältnis zum Kaiser Franz Josef darzustellen? Harry, da musst du zweimal die Uhr anhängen, ohne H, dann bist du direkt dort. Ur-Urenkel. Genau so ist es. Toll. Der korrekte Titel meines Gastes lautet Christian Graf zu Stolberg, Stolberg. So steht es im Pass, oder? So steht es im Pass, da komme ich nicht drum herum. Ich bin ein Bestandteil des Namens. Ja. Für manche schwierig, manchmal muss ich raus aus dem Auto, wenn ich kontrolliert werde. Die glauben, ich bin ein Titelschwindler. Aber so steht es drin. Ich bin keiner, ich heiße so, sage ich manchmal. Ja, aber ganz toll. Und das darfst du auch im, also ganz offiziell, normal führen, Staatsbürgerschaftsnachweis, alles ganz normal. Ich glaube, der Einzige, der so einen Titel in Österreich führt. Schön. Fährst du trotzdem mit mir Ski? Ich fahre genauso Ski, nicht so gut wie du, aber wahrscheinlich schaffen wir das beide zusammen. Ja, wunderbar. Ich bin nämlich nicht mit dem Graf gefahren. Das geht, geht genauso also, gut. Auf Servus. Darf ich Ihnen vorstellen, das ist jener Herr, Peter Box sein Name, der dem Maximilian Schell seine Verlobte ausgespannt hat, wie wir sagen. Nicht? Wie sage ich oft, einmal Skilehrer, immer Skilehrer. Du warst 7 Jahre lang mit der Nancy Kwan beisammen. Wie hast du sie kennengelernt, Peter? Ja, ganz einfach, in Jagdschloss Köther in der Bar unten. Der Pat Boon, das war mein Privatschüler zum Skifahren. Und der ist mit ihr tanzen gegangen. Ich sitze auf einem anderen Tisch zu der. Und dann beim Rückgehen kommt er zu mir her und sagt, du Peter, das ist die Nancy Kwan. Ich stehe auf, höflich, gebe die Hand, er geht weiter. Nach einer Weile kommt er wieder und sagt, du Peter, geh mit der Nancy tanzen, die möchte gerne mit dir tanzen. Dann haben wir nie mehr aufgehört. Was habt ihr tanzt? Ja, Twist haben wir tanzt. Ja, siehst du das? Also der Twist war das Verhängnisvolle. Ja. Du warst noch 7 Jahre beisammen, wie ist das heute? Ja, heute ist es so, dass wir ja geschieden sind seit längerer Zeit und wir aber bei der Scheidung schon ausgemacht haben, dass wir wieder heiraten, einmal irgendwann. Ja. Ja, und dann ist halt die Zeit vergangen und ich kriege einen Anruf und die Nancy sagt, du Peter, ich tat gern heiraten. Und dann habe ich gesagt, ja, machst du den? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Segen hast. Das ist nicht. Ja, na sowieso. Was für ein Landsmann ist das jetzt? Das ist natürlich auch ein Österreicher. Jetzt tauchen wir noch weiter in die Geschichte ein. Da hinten hängt nämlich der Kaiser Max. Wie wir sagen in Tirol, also Kaiser Maximilian. Er lobte dieses Gebiet als besonders gute Hirsch- und Gamsjagd in seinem Jagdbuch. Christian, bist du auch ein Jäger? Nein, ich bin leider kein Jäger. Mein Vater war auch schon kein Jäger. Allerdings weit zurück, meine Großeltern, Urgroßeltern waren natürlich alles Jäger. Dein Jagdschloss, könnte man aber jetzt meinen, hat der Kaiser Maximilian erbaut. Nein, erbaut hat das nicht. Das Jagdschloss ist schon sehr viel älter. Das ist 1281 erwähnt. Aber Kaiser Maximilian war einer der Besitzer vom Jagdschloss und war eine der historischen Größen, die hier in Köther zur Jagd war. Und wenn man in diesem Haus drin sieht, da gibt es noch so Zeugnisse aus dieser Zeit. Die schönen alten Fürstenstuben, die alten Jägerstuben, diese schönen Zirbenstuben. Das ist immer noch ein Teil dieser Geschichte in meinem Haus. Der Kaiser Franz Josef
hatte mit seiner Elisabeth eine Lieblingstochter, die Marie Valerie. Und deren Tochter ist deine Großmutter. So ist es. Das ist die Hedwig, die Tochter von der Marie Valerie. Mhm. Und die hat dieses Küter geerbt. 1917 zur Hochzeit mit meinem Großvater, einem deutschen Grafen Stolberg. Ich habe immer gesagt, das sind gescheite Hochzeitsgeschenke, du weißt, was du heute kriegst, das war halt immer was Gescheites. Und so ist die Geschichte eigentlich entstanden hier. Und hat hier oben versucht, langfristig irgend touristisch etwas zu machen und hat eben nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Minister für Wiederaufbau geschrieben, ob sie einen Kredit bekommen könnte, um einen Lift zu bauen. Und da gibt es noch einen wunderbaren historischen Brief mit Schreibmaschine geschrieben, wo eben der Minister meiner Großmutter, getitelt Kaiserliche Hoheit, ich muss Ihnen leider mitteilen, Küter wird nie ein Skigebiet, es gibt kein Schneider, kein Bäcker und kein Schloss herum und eine Kosten-Nutzen-Rechnung eines Skigebietes. Also vergessen Sie Küter, es wird kein Skigebiet werden. Diesen Originalbrief habe ich einem Journalisten der österreichischen Presse übergeben und der hat einen herrlichen Artikel geschrieben, Überschrift: Herr Minister, Sie haben sich geirrt, Küter ist doch ein Skigebiet geworden. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Ja, schöne Geschichte. So, die Ahnentafel der Habsburger haben wir. In der Stolberg-Ahnentafel habe ich auch gestöbert und da habe ich kuriose Persönlichkeiten gefunden. Unter anderem die Tante Eleonore. Sie war Leichenpredigtensammlerin. Da sagst du mir ganz was Neues. Das ist, was ich für eine interessante Familie hatte. Es gibt Dinge, die ich noch nicht weiß. Das habe ich von dir was gelernt. So interessant ist Ahnenforschung. Ja, du hast recht. Ja, da gibt es einen Friedrich Leopold, richtig, der eine dichterische Ader hatte. Also meine Großmutter ist ja jetzt als Habsburgerin natürlich jetzt immer zu großen Ehren gekommen. Mein Großvater ein bisschen zu kurz. Das sind die deutschen Grafen Stolberg aus dem Harz. Ja. Und unsere Ururväter der Stolbergs ist eben Christian Friedrich, Friedrich Leopold, die Dichterfürsten, die mit Goethe sehr befreundet waren. Mhm. Und ich habe eine ganz herrliche Geschichte, als ich in der Schule in Salzburg war und einen sehr guten Deutschlehrer hatte und der ein bisschen Ahnenforschung betrieben hatte und hat mich rausgeholt unter dem Titel Gräflein, kommen Sie raus, erzählen Sie uns über Goethe was. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt wird es schwierig. Da habe ich diesen Namen her, das Gräflein, geh an die Tafel. Ja. Hast du eine dichterische Ader? Ja, irgendwo ja. Ich mache dichterisch, heißt alles, was ich mit PR mache und sowas. Ich glaube ja, dass ich das habe. Am liebsten bei Liebesbriefen natürlich, da tue ich mir ganz leid. Ja, hallo, grüß euch, servus. Hallo, Buge. Das ist ja Wahnsinn. Servus. Auf, ich muss zum Skifahren ein bisschen. Christian, gehst mit? Du, ich trinke noch ein Glas, ich bleib noch ein bisschen leer. Graf zu Stolberg. Stolberg, es war mir eine Ehre. Und jetzt habe ich die Ehre, Christian. Bitte. Gehst du mit? Ich gehe selbstverständlich mit. Ja. Ich hätte dann Hunger. Was gedenkst du dagegen zu tun? Ja, da hast du Glück. Ich bin Koch. Ich glaube, wir fahren auf meine Hütten ab und lassen uns hier was Schönes richten. Also du bist Koch. Was bist du noch? Ja, ich bin Skilehrer. Okay, Skilehrer. Passt. Machen wir's, oder? Okay, fahren wir. Auf geht's. Christian, alles Liebe. Bitte, gell? Servus. Bitte. Servus. Macht es gut. Harry, ich muss dir was erzählen. Bei mir sind Stammgäste im Haus, die haben von dir Skifahren gelernt. Aus der Schweiz sitzen auch zufällig bei uns am Tisch. Also? Die Andrea und der Michael. Ja, die wohnen bei mir in einem Kurs, oder was? Nein, die haben es gesehen im Fernsehen und da haben sie gelernt von dir. Im Fernsehen? Ja. Und wie geht das, Michael? Wie schaut man sich im Fernsehen Skifahren ab? Ja, indem ich deine Sendung schaue, jede Woche. Und wenn du am Skifahren bist,
mache ich jede Bewegung nach, die du machst. Ich schaue auf deine Arme, auf deine Beinstellungen. Und so habe ich das Skifahren gelernt. Oder das stehst du vor dem Fernseher und machst das nach? Ich stehe in der Stube und mache das nach. Ja. Das ist anstrengend, oder? Ja, es geht. Das ist lustig zum Schuhschauen. Also bei dir sieht es schon ein bisschen besser aus. Entschuldige. Man muss es ja noch lernen. Aber ich habe schon gehört, du bist ein guter Skifahrer. Der Bucki hat gesagt, du bist gut. Ich werde langsam besser, dank dir natürlich. Ja. Oder? Aber ich muss noch viel lernen. Ja, dann geht aber gut. Und die Tricks probierst du auch? Ja, ich fange langsam an. Eine Umdrehung kann ich schon, mittlerweile, ja. Auf dem Teppich in der Stube. Aber du musst noch so viele Sendungen machen, damit ich noch besser werde. Wir machen noch viele Sendungen, versprochen. Apropos, du hast mir auch was versprochen, Bucki. Du kochst für mich. Was gibt's Neues? Ja, also ich würde mir vorschlagen, dass wir uns ein bisschen was kochen lassen. Tiroler Gröstl, ein Kaiserschmarrn, Kässpätzle, so in der Richtung, also Tiroler Küche. Ich liege nämlich sehr viel an die Optik und da habe ich einfach ein bisschen am Vogel, schöne Speisekarten aus schön, Loden ja. Und so weiter. Was sehr wichtig ist auch, ist mein großes Weinangebot. Sehr viel aus dem österreichischen Raum. Oh, natürlich. Klein mit der Karten. Jawohl. Ja, toll. Da haben wir natürlich auch sehr viel Weine drinnen, die auch dann sehr reichlich getrunken werden, hoffentlich. Die Anrichteweise ist mir sehr wichtig. Ich habe den Beruf des Kochers selber gelernt in Sölden im Hotel Zentral. Aha. War dann einmal im Sommer auch in Felden. Mhm. Und eigentlich seit 25 Jahren haben wir eigentlich die Hütte aufgebaut da mit meinen Eltern. Ich habe mich da ein bisschen umgeschaut, da hinten habe ich ein Foto entdeckt. Da sind zwei Herren um, die sind mir sehr bekannt vorgekommen. Einer schaut fast ein bisschen dir gleich. Das könnte der Papa sein. Ja, ist vollkommen richtig. Ja, ist mein Vater, der das eigentlich auch alles da aufgebaut hat. Mhm. Oder? Wann hat das begonnen? Also vor 25 Jahren, 88, haben wir die Hütte erbaut. Mhm. 1988. Und da gibt es eigentlich eine ganz nette Episode. Im Hotel Tirol hat der Toni hat gearbeitet und der Mitarbeiter zu ihm gesagt, was bauen Sie da unten? Und dann hat er gesagt, ein Hotel. Sagt er, nein, nice. Also, nein, ein gebrauchtes. Und bis dann gestanden ist, hat er gesagt, ich habe recht gehabt, wir haben Holz gebaut. Du, und daneben ist ein Herr, der kein Papa kommt für. Das ist der Vater vom Graf Stolberg zu Stolberg, von Christian, aha, der auch leider schon verstorben ist und war auch Stammgast in unserem Hause immer. Und der hat, wie ich eigentlich begonnen habe, mit 21, 22 Jahren da, hat der Graf eigentlich immer gesagt, der da oben, der Unrasierte mit den langen Haaren und der lauten amerikanischen Musik, das war ich am Anfang. Ja, hat die gut beschrieben. Ja, sehr gut. Danke. In der Liste der ersten Aktionäre der Liftgesellschaft hier im Kütte habe ich 8 Haselwanders gefunden. Und zwar Josef Tischlermeister, steht da zu lesen, Antonia Hausfrau, Rudolf Seilermeister, Bertha Besitzerin, Heinrich Besitzer und Wilhelmine Hausfrau. Mit welchem bist du verwandt? Mit gar keinem. Mit gar keinem. Also das ist so zu, so, also die sind also Kütte der Gemeinde Silz. Mhm. Hütte gehört zur Gemeinde Silz und die sind alles Haselwander aus der Gemeinde Silz und wir kommen einer aus Mötztal. Kleiner wäre zugerast. Du bist jetzt, wie gesagt, 25 Jahre da, da kannst du ja eine schöne Geschichte drüber schreiben, oder? Ja, eigentlich schon. Wir haben eigentlich, wir decken eigentlich sehr viele Sachen ab. Wir haben ein Apartment, auch selber ein Apartmenthaus, wir haben Frühstück, wir haben den Mittagstisch, wo du halt auf der Terrasse schnelles Essen zu nehmen kannst und dann gleich wieder auf die Piste. Wir haben Liegestühle, wo du ein bisschen chillen kannst. Du kannst bei uns halt auch mit den Ski reinfahren, da stört eigentlich keinen, oder? Lustige Geschichten gibt es immer wieder. Sag ich, Leute reinkommen, es ist gerade zufällig einmal nichts los und die fragen, haben sie geöffnet? Und da kriegt er halt wahrscheinlich eine Antwort, nein, wir tun nur lüften. Also in der Richtung. Oder? Ein Freund hat zu mir einmal gesagt, weil das sind lustige Geschichten, er hat angerufen und gefragt um ein Apartment, was es kostet, dann hat er den Preis gesagt und dann sagt er zu ihm, ja, können Sie mir da etwas entgegenkommen? Und dann sagt er, ja, von was für einer Seite reisen Sie an? Durch das Ötztal oder Zellrheintal? Dann sagt er, über das Zellrheintal, also, da treffen wir uns in Gries. Das ist ein Entgegenkommen. Ja, ich habe ein Entgegenkommen. Ja, ich sogar weit. Ja, richtig. Ja, bis Gries so weit. Ja. Das passt ja, gut. Das ist mein Fall. Ja, ganz klar. The hardest thing I've ever told you, didn't you know? I've never felt so mean in my life before, didn't you know? I want you to open your eyes up.
weiß der Harry, bei Skifahren ist das Leibendste, was man so noch verstehen kann.